Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und man spürt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Endlich geht die Saison los. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Ist es das? Gute Aktion, Spiel raus. Erneut kann er abwehren, diesmal zur Ecke. Die Ecke kommt, die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gute Aktion vom Torhüter. Der Ball kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher. Noch eine Parade, aber noch nicht vorbei. Da kann er klären. Da war es fast, das erste Tor in diesem Spiel. Aber der Keeper ist da, verhindert den Treffer. Tolle Parade. Und jetzt der Schuss. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Fans sind da. Sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment machen sie richtig Druck. Und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. Ah, Ball springt weg. Keine optimale Technik hier. Aber da war es auch eng. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Das macht er sehr gut. Gute Gelegenheit. Vielleicht der Auslauf. Die Truppe hat Charakter. Sie schlagen direkt zurück. Und so musst du ein Gegentor erstmal wegstecken. Jetzt wird es einen Wechsel geben. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Beide gefährlich. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Die Chance auf den Konter. Geht dazwischen und hat den Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und das nächste Tor. Sie setzen nach, sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Die deutsche Elf liegt vorne, das Spiel geht weiter. Auf Außen ist jetzt Platz. Da passt der Torhüter auf. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Ja, könnte was werden. Grätsche kommt, aber clever gemacht. Der Schuss. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1.
Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Und hier gibt es Freistoß für Deutschland. Weg ist der Ball. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Macht er gut. Da kommt die Flanke. Noch ist die Chance da. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da. Und dann kannst du den kaum besser machen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Klasse Zuspiel. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Super Pass. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Oh, viel Platz jetzt. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Ein ganz starkes Tor und überragend vorbereitet. Ah, sehr gut gespielt. Und die Direktabnahme ist dann technisch sauber. 3:2 also. Da ist alles drin. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Vorteil, die DFB-Auswahl bleibt am Ball. Da haben sie jetzt den Ball. Freistoß für die deutsche Elf. Und das ist der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Fängt diesen Ball ab. Kann er was draus machen? Da können sie jetzt flanken. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Jetzt können sie vielleicht kontern. Gefährlich in den freien Raum. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Gute Aktion. Ah, das könnte es sein. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Ballverlust. Reguläre Spielzeit ist vorbei. Toller Pass. Den hält er klasse. Das war ein richtiges Bund. Die nächste Ecke. Nochmal eine gute Gelegenheit. Trifft er, ja. Drin. Tor. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore waren sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Der Ball kam gut rein und dann steht er auch genau richtig. Sehr gut gemacht. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Hier gibt es Freistoß für Deutschland. Ja, könnte was werden. Wichtig, den Ball hat er sicher. Gleich 6 Tore gab es hier in den ersten 45 Minuten. Die deutsche Mannschaft hat Anstoß in diesen zweiten 45 Minuten. Da verlieren sie den Ball. Macht er gut. Ganz energischer Einsatz. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Was macht er draus?
Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Herrlich bringen Sie da den Ball blitzschnell nach vorne und dann dieses wunderbare Tor. Alles, aber auch alles richtig gemacht. Da hat alles gepasst und Sie dürfen zu Recht jubeln. Die deutsche Mannschaft unter Druck. Sie liegen hinten. Da lassen Sie den Ball gut laufen. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Da haut er mehr als ordentlich dazwischen. Klares Foul, gibt gelb. Dunkelgelb kann man sogar sagen. Andere Schiedsrichter schicken ihn vielleicht sogar runter. Klasse Pass! Sieht gefährlich aus. Jetzt der Schuss! Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Da können Sie erstmal klären. Gute Chance für eine Flanke. Jetzt ist es gefährlich. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Gute Aktion. Gefährlich. Die Chance zum Ausgleich, aber er macht den Ball nicht rein. Der Schuss war einfach nicht gut, aber sie haben ja noch Zeit. Kann er was draus machen? Ja, könnte was werden. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Sie haben Platz. Der Pass zurück zum Keeper. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Klasse Zuspiel. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Könnte den Konter geben. Macht er gut. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können Sie nichts machen. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Was macht er draus? Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Er zieht ab. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Und genau so muss man auf einen Gegentreffer antworten. Perfekte Reaktion. Sie haben sich kurz geschüttelt und dann selbst wieder die Initiative ergriffen. Die deutsche Mannschaft unter Druck. Sie liegen hinten. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt die Flanke. Klasse Pass. Das ist der Treffer. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Tor Nummer 3, klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Der Ballverlust. Jetzt ist es gefährlich. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Schöner Spielaufbau. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Schönes Zuspiel hier. Sieht gefährlich aus. Er liegt immer noch am Boden. Das könnte was Ernsteres sein.
Jetzt wird's gefährlich. Macht er ihn. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Rückstand also für die deutsche Elf. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da muss er flanken. Der Schuss. Das ist das Tor, da ist der Ausgleich. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt können sie sich sogar noch den Sieg holen. Das Gegentor hat sie offenbar nicht geschockt. Sie gleichen sofort wieder aus. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Kann er was draus machen? Das macht er sehr gut. Viel Zeit ist nicht mehr für den Sieg, aber die super dieses Zuspiel. Ja, könnte was werden. Was für eine Chance. Und das Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Jetzt Rückstand für die DFB-Auswahl. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Da wäre Platz für den Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Da ist die Chance für die Flanke. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Klasse Pass! Macht er gut! Das war sauber, er holt sich den Ball. Die deutsche Mannschaft bekommt hier den Freistoß. Die Distanz ist enorm, also ich glaube, das wird er nicht direkt machen. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Ah, harte Aktion. Ist das vielleicht sogar rot? In den freien Raum. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Er schießt, blockt den Schuss erstmal ab. Er ist da und kann den Ball hier klären. Das war's, der Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Na, jetzt müssen wir aufpassen.